Hier ist der junge Wolf, willkommen bei 16 Bars. Früher dachte Mom, ich sei ein Loser. Heute flipp ich Mula. Mach Mucke für dein Kuka. Find's geheim, geht es mir super. Und du weißt, dass ich nicht Juicer, weil Gambo ist Producer. Häng nicht in deiner Gegend, denn ich chille nicht mit Loser. Ich komme aus 040, beziehungsweise ich bin in München geboren, wohne aber in 040 in Hamburg jetzt gerade. Was bin ich für ein Künstler? Ich bin ein New Wave Künstler, glaube ich, ja. Boah, ich habe ungefähr so mit 16 angefangen, eigene Songs zu schreiben, so ein Jahr später meine eigenen Songs auch aufzunehmen. Und ja, es hat sich auf jeden Fall, also ich habe ganz lange nur für mich auf jeden Fall Musik gemacht, so, bis ich dann für mich irgendwie meinen Sound gefunden habe. Das hat jetzt bis vor ein paar Jahren gedauert, so. Und dann kam ich auf jeden Fall mit meinen eigenen Sachen so safe. Was macht mein Sound aus? Ist sehr melodiös, sehr flowlastig, also ich habe sehr viel Bounce in meiner Musik, das ist mir auf jeden Fall sehr wichtig. Es kommt, glaube ich, immer phasenweise so. Ich würde sagen, so ganz früher waren das auf jeden Fall diese ganzen R&B-Sänger, so Chris Brown, Trey Songz. Als ich älter wurde, dann halt Kanye irgendwann, so Kanye, Cudi, ja Mann. Und jetzt gerade so Young Thug auf jeden Fall. Ja, Mann. Travis. Ob ich jemanden in der Hinterhand, ich finde zum Beispiel, den kennen auch noch nicht so viele Leute, Drager Dreams. So, ist einer meiner closesten Homies, so. Dieser Typ. Das ist halt einfach, also, wenn ich New Wave irgendwie definieren wollte, so, weißt du, ich meine, dann ist genau das, was der macht, so, weißt du, ich meine, das ist unkonventionell, das hast du so, wie er das macht, noch nie gehört, so, weißt du, ich meine, und das ist wichtig für neue Sound, das ist wichtig für Innovation, dass du immer Sachen triggerst, so, weißt du, die man vorher vielleicht noch nie kombiniert hat miteinander und sowas, so, und das macht er so ganz cool, was heißt ganz cool, das macht er am besten, so, das ist ganz nice auf jeden Fall. Drager Dreams, checkt ihn aus. Das war nicht mein Verdienst auf jeden Fall. Das war ein ehemaliger guter Freund von mir, mit dem wir eigentlich dieses ganze Lonely Hearts Ding auf jeden Fall zusammen, also die Idee dahinter auf jeden Fall quasi hatten. Und er meinte immer so, hey, wir sind alles so verlorene Seelen, so, weißt du, ich meine, wieso nennen wir uns nicht einfach Lonely Hearts Club, so. Das ist ein cooler Name, so, und ich meine, das spiegelt auch gut meine Musik dann wieder, so, weil ich meine, vor allem jetzt, so, es geht sehr viel um Liebe, so mäßig, manchmal auch um Schmerz, ja, Mann, passt gut. Ja, Mann, das war ein Tweet von mir, das war, ich mache Musik für Männer, die ihre Frauen lieben. Ja, Mann, safe, man muss doch nicht immer sagen, wie viele Bitches, und selbst wenn du sagst, wie viele Bitches du liebst, so, du kannst das mit Finesse sagen, weißt du, ich meine, so, du kannst es sexy sagen, so, weißt du, so, dass es einer Frau dann auch so, oh ja, ich will von ihm gefickt werden, so auf den, so, und wir müssen auf jeden Fall mal von diesem Bild wegkommen, von diesem typischen, ja, Mann, ich bin der Typ, ich fick alle Bitches und alle Frauen sind mir unterlegen. So, du kannst eine Frau auch auf einen Pedestal stellen mit dir, weißt du, also einfach, dass ihr gleichgestellt seid, sagen wir es mal so. Und ja, das macht meine Musik eigentlich, also ich versuche das mit meiner Musik ein bisschen nahezulegen. So. Ich weiß nicht, kriege ich das gut hin? Dankeschön. Ich weiß auch nicht, Alter, das kam auf jeden Fall von Kid. So, wie gesagt, so, ich bin kein guter Namensfinder. So. Er hat mich irgendwann mal angerufen. Ich glaube, also er hat gezockt, ich habe gezockt und dann war er so, yo, hier, ich habe diesen Namen. Und so, ich bin gerade hier an Strawberry Avenue vorbeigelaufen und war so, das könnte richtig gut passen zu deinem Tape und so als Name. So. Weißt, und war ich so, ey, das klingt auf jeden Fall ziemlich nice. Komm, wir nehmen das einfach. So sind die anderen zwei Sachen dann auch entstanden. So. Und ich finde das eigentlich ganz geil, weil so die Titel spiegeln auch so ein bisschen die Musik in der EP so ein bisschen wieder so. Und ja, ich glaube, das war echt eine geile Idee. Ich weiß, vielleicht mache ich weiter. Mal schauen. Sie sagen, das Pöder verändert dich. Lass sie labern, denn sie kennen das nicht. Dreh mich zurück und dreh einen dicken Chips. Ich will den Homie, der es kicken will. Ja, ich glaube, das ist halt einfach so, sich zusammentun, ja. Ich glaube, das ist halt einfach wirklich sich zusammentun. Ich glaube, wenn du einfach so Beat Picks,
so weißt du, und nicht vernünftig an Beats arbeitest, so auch mit dem Produzenten zusammen, so als Rapper, dann checkst du halt meistens den Film einfach nicht. So, du checkst halt einfach nicht so, okay, was will der eigentlich von mir? So, das Krasseste war so, wo das anfing, so mit Trap in Deutschland, so, keiner wusste, wie die drauf rappen sollen, so. Keiner wusste, wie die drauf rappen sollen. Alle waren so, du hast halt gemerkt, okay, die versuchen was, aber das war so etwas, was man schon 50 Mal gehört hat, was man schon so durchgekaut hat, so, weißt du, was ich meine? So, und es liegt halt einfach daran, so, dass man noch gar nicht so wirklich mit der Materie vertraut ist, so. Und wenn du halt so, oh, Digga, wenn du halt so mit deinem Produzenten so auf jeden Fall so gut im Einklang bist, wenn du dich mit ihm verstehst, so, dann kommt sowas auf jeden Fall von alleine, so, weißt du, ich meine, man muss eine Symbiose bilden. Also ich hasse es, was heißt ich hasse es, aber ich mag es nicht, so Beats zu picken. So, ich hasse es, Beats zu picken, so, ist komisch. So, weil, wenn du einen Beat pickst, dann kann es sein, dass er so 90% von dem, was du fühlst, so drin hat, so, aber diese 10% fehlen. So, weißt du, ich meine, weil du nicht da warst, um zu sagen, so, yo, tweak mal kurz das, weißt du? Oder nimm mal kurz hier die String raus oder so ein Scheiß. Ja. Und ich versuche dann halt immer so, guck mal, und selbst wenn ich Beats picke, so, einfach nur so zum drüber rappen und so, und ich diese Skizze zum Beispiel fühle, Alter, dann gehe ich damit, weißt du, zum Produzenten und sag so, yo, mach mal hier noch was hinzu, mach mal da noch was hinzu. Das genauso war es bei iPhone zumindest so. Es ist ein Electro-Beat, so. Wir haben drüber gerappt und dann haben wir den Shit am Ende zu Ashby geschickt und so. Er hat dann nochmal Sachen am Outro geändert und sowas. Ja, Mann, so ist safe, so machen wir das. Also ich rede jetzt nicht vom Rap so. Der deutsche Rap ist halt noch lange nicht so weit, aber so auf jeden Fall die Beats, weißt du, die Beats, die werden alle in Deutschland irgendwie, weißt du, zusammengeschustert und so nach Amerika geschickt und die machen dann halt was Großes draus. So, das ist auch kein Geheimnis. So, es werden Leute gesigned, weißt du, so Freunde werden gesigned, so, und die machen dann Loops, schicken die nach Amerika, dieser Produzent benutzt die, so, und dann kriegen die ihre Placements und sowas. Das ist was ganz Normales. So, aber die Deutschen selbst, die checken das, glaube ich, noch gar nicht. So, weißt du, ich meine, so. Diese ganzen großen Rapper, die wollen dann irgendwie ihre Beats aus Amerika haben, so, weißt du, was ich meine? So, obwohl die ihre Leute einfach, weißt du, hier haben, so, weißt du? Was willst du machen? So. Das ist halt so, man versucht irgendwie so einen Sound hinterher zu rennen, so, weißt du, was ich meine? So, mach doch mal deinen eigenen Sound, so. Meine Freundin hatte Geburtstag und das ist ganz komisch, Alter. So. Also wir wollten eine Freundin von ihr abholen am Bahnhof und mussten laufen. Und dann laufen uns so zwei Frauen so entgegen, so, weißt du, was ich meine? Und zwei lesbische Frauen. Die eine von denen guckt halt so richtig so. Ich weiß nicht, Alter. Ich glaube, sie mochte mich einfach nicht. So, weißt du, was ich meine? Und guckt und ihr Blick geht aber nicht von mir weg, so, weißt du, was ich meine? So, und das ging so ein bisschen für 30 Sekunden, so, weißt du, und sie läuft und läuft und der Blick geht nicht weg, so, und ich so, yo, warum, also, ist irgendwas und so, und in dem Moment, ich weiß so, dass meine Freundin was gesagt hat, ich drehe mich um, so, und dann sagt sie so, yo, die scheiß Niggas, die stinken voll und so, weißt du, ich meine, und ab da ist halt ein bisschen eskaliert, so, meine Freundin ein bisschen ausgerastet, so, ich ein bisschen ausgerastet, ihr Fahrrad genommen, auf die Straße geschmissen, aber die Frau halt an sich nicht angefasst, so, weißt du, das war halt einfach nur, ich will weg oder wir wollen weg und jedes Mal, wenn wir quasi uns von diesen Mädchen, Frauen wegdrehen, werfen die irgendwas, weißt du, so, keine Ahnung, ihr seid keine richtigen Menschen, ihr seid Tiere, dann drehen wir, weißt du, und dann kommen wir, wollen das ausdiskutieren, ich merke dann irgendwann, okay, das macht keinen Sinn, wir drehen uns um, hauen ab und dann wirft sie wieder was und so, weißt du? Und dann irgendwann konnte ich halt nicht mehr, ja, wie gesagt, dann habe ich ihr Fahrrad genommen, auf die Straße geschmissen, ein paar Mal draufgetreten, so auf den. Also am Ende der Geschichte hat sie uns angezeigt für Körperverletzung, obwohl keiner diese Frau angefasst hat, so. Also ich meine, sie kam doch mit einem Teleskopschläger auf jeden Fall irgendwann, so, weil also, das ist ganz komisch. So, aber auf jeden Fall wurden wir angezeigt wegen Körperverletzung und ja, Mann. Wie heißt das andere?
Sachbeschädigung. Aber auf jeden Fall ist das wieder geklärt. Aber da, also ich konnte mich echt nicht mehr zurückhalten. So, weißt du, ich meine, so, vor allem, ich hatte auch noch so zwei andere schwarze Personen, die dann halt auch nochmal so aufbrausend sind, so, weißt du, ich meine, so. Irgendwann ging es halt auch nicht mehr, so, und dann bin ich auch kurz ausgespaced, so, aber viel ist dann nicht passiert, zum Glück, so. Man sollte keine Frauen schlagen. Also ich komme auf jeden Fall aus einer ziemlich dunklen Vergangenheit, so. Rede ich nicht viel drüber, aber ich merke schon so, wenn du auf meinen Twitter rumlurkst und so, dann checkst du so manchmal so Sachen, so, die in meinem Kopf abgehen, so. Habe ich gerade gecheckt. ich bin einfach nur froh, dass ich so rausfinden konnte, so. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, ich bin aktuell immer noch drin, so. Aber ja, ich konnte meinen Weg auf jeden Fall rausfinden aus diesem Loch. So, und Sachen, die so zwischendurch passieren, so, die müssen nicht mal groß sein, weißt du, was ich meine? Aber wenn du so eine Vergangenheit hast, so, dann egal wie klein eine Sache ist, du redest dir die groß ein. Weißt du, ich meine, du machst aus einem Elefanten eine Mücke einen Elefanten, so. Und ich hasse mein Leben eigentlich nicht, so, weiß ich. Aber so manchmal ist es halt einfach so ein Gedanke. Plug for Love, dann Videos und dann auf jeden Fall ist das Jahr offen. Was 2019 passiert, will ich jetzt noch nicht so wirklich. Großen Ziele? Splash nächstes Jahr. Ja, Mann. Okay, ich hab's ausgesprochen. Scheiße, das heißt, es muss passieren. Fuck. Splash nächstes Jahr, Mann. Ja, safe. Was geht? Das war der junge Wolf hier bei 16 Bars. Ich bin in Berlin, hab Spaß. Hoffe, ihr hattet auch Spaß. Es geht!